Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen jetzt ein bisschen leise sein, denn die Ursi schläft noch. Ich habe gesagt, ich mache jetzt das Frühstück, denn die Ursi hat heute Geburtstag. Schauen wir noch mal, ob sie schon wach ist. Nein. Also sie schläft noch, dann decke ich jetzt mal so lang den Tisch. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es Frühstück bereit ist. Fränkische Landeier, leckerer Kaffee und da sitzt das Geburtstagskind. Guten Morgen, Ursi. Guten Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und wie sich so gehört, singen wir auch dem Geburtstagskind ein Ständchen. Singt damit. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Ursi, happy birthday to you. Das war jetzt aber schön, danke. So, wir frühstücken jetzt und dann berichten wir über unsere Lebenssituation und so lange müsst ihr noch warten. So, da sitzen wir. Hi, hallo. Wir wollten euch jetzt mal so einen kleinen Zwischenbericht geben. Über unser Leben im Wohnmobil. Zu zweit auf ca. 12 Quadratmeter, 24 Stunden am Tag zusammen. Mhm. Heimatlos sozusagen. Ja. Und wir können ja nochmal den Teil 1 einblenden. Wo ist der jetzt wieder, Toben, oder? Ich glaube. Ja, wir blenden den ein. Mhm. Und dann könnt ihr euch über die Situation informieren. Und jetzt kommt ein Update. Ja, ein Update hört sich gut an. Computersprache, das oder? Also ja, es funktioniert. Also, ihr seht, wir sitzen immer noch friedlich zusammen. Ja, obwohl man muss ganz ehrlich sagen. Wir sagen jetzt nicht, dass wir auch schon Streit gehabt haben. Psst, haben wir aber schon gehabt. Psst. Aber es funktioniert im Prinzip schon, ja. Wenn ein gewisses Maß an Toleranz. Ja. Und ein bisschen Ordnung. Ja. Die Mischung muss stimmen. Ja, und wie gesagt, also wir hatten da natürlich auch schon kleine Differenzen, aber ich denke, die haben wir jetzt ausgeräumt. Wollen wir sehen, wie es mit der Toleranz bleibt. Ja, oder mit der Ordnung. Nein, also im Moment ist soweit alles okay. Wir können ja jetzt damit gut leben. Wir sind, wir haben kein Problem auf den Engen. Wir haben aber mit der Enge, also mit uns haben wir kein Problem. Nein. Aber mit der Enge haben wir schon ein Problem. Ja, genau. Also wenn ihr uns ja verfolgt habt, dann habt ihr ja mitbekommen, wir waren ja im Urlaub, also haben Urlaub gemacht an der Nordsee oben und es war ja wunderschön. Aber dann war unser Urlaub vorbei. Wir sind ja noch nicht richtige Rentner in dem Sinn, also auf jeden Fall nicht richtig. Wir haben ja noch ein Geschäft, was jetzt zum Glück ein Saisongeschäft ist, somit ist etwas ruhiger. Aber das, ja, wobei wir jeden Tag was zu tun haben damit. Ja, ja, klar, es muss ja immer was getan werden. Also es kommen jeden Tag im Prinzip E-Mails an und auch telefonisch werden wir kontaktiert. Und da komme ich jetzt mal zu einem... Ja, ich wollte jetzt aber da noch erst was dazu sagen. Eben, also als unser Urlaub war ja dann vorbei. Normalerweise fährt man dann nach Hause, kann seine Wäsche waschen und alles wieder herrichten. Freut sich auf sein eigenes Bett, freut sich auf die eigene Dusche, auf die Sanitäranlagen. Das war jetzt natürlich alles nicht so. Es war irgendwie schon ein etwas komisches Gefühl, nach Hause zu fahren, also sprich, zu unserem Postfach, ja, aber wir waren nicht zu Hause. Es musste alles organisiert werden, mit der Wäsche waschen und ja, überhaupt, es war irgendwie komisch, einfach nicht nach Hause zu kommen. Ja. Also was mir fehlt, das ist definitiv die ganze Administration, denn wir sind ja noch in einem Neubauvorhaben drinnen, also es müssen Überweisungen getan werden, es muss Post beantwortet werden, es müssen Reklamationen gemacht werden, es muss abgelegt werden.
Das ist hier etwas schwieriger, weil wir natürlich unsere Aktenordner zum großen Teil eingelagert haben. Was mir als zweites oder eigentlich als erstes am meisten fehlt, das ist mein Sanitärbereich. Sich einfach ins Badezimmer zu geben, schnell mal 5 Minuten unter die Dusche stellen und dann ist alles erledigt, man fühlt sich wieder gut. Das ist hier alles etwas schwieriger. Man muss erstmal aufpassen, habe ich noch genügend Platz im Abwassertank, habe ich noch genügend Frischwasser. Dann benutzen wir ja die Dusche auch teilweise für unsere dicken Jacken als Abstellfläche. Das heißt, man muss erst alles ausräumen, man muss auch das Brett, was da unten drin liegt, rausräumen und dann kann man sich duschen, das Wasser aufheizen. Also es ist alles wesentlich umfangreicher. Die Enge der Dusche, muss ich sagen, macht man mittlerweile kaum mehr was aus. Also ich habe das heraus, dass ich mich in der engen Dusche auch gut bewegen kann. Aber es ist bei beiden alles nicht so einfach wie in einem Badezimmer. Ja, ist halt alles etwas beengt, umständlicher. Ja, und das kostet auch Zeit. Denn auch wie wir jetzt, wir wollen jetzt dann gleich losfahren, aber es sind alle Tanks, die leer sein sollten, sind voll. Mhm. Und alle Tanks, die voll sein sollten, inklusive Gastank, die sind leer. Mhm. Ja, also jetzt heißt es erstmal Wasser tanken und jetzt hoffen wir, dass hier der Wasseranschluss freigegeben ist, denn ist nicht auf jedem Stellplatz im Februar der Fall. Ja. Wir sind auch schon an die Tankstelle rangefahren, haben dann gefragt, ob wir uns Wasser holen können. Ja, auf der Autobahn haben wir dann Wasser holen dürfe, ja. Und also hier hoffen wir, dass wir jetzt Wasser bekommen. Wenn nicht, dann haben wir schon das erste Problem. Müssen wir wieder organisieren, wo kriegen wir das Wasser her. Ablassen geht, das ist kein Problem. Dann brauchen wir einen Baumarkt für Gas. Mhm, ja. Ja, und so hat man seine Organisation. Ja, und auch wenn ich jetzt schon wieder auf die Wäsche zurückkomme. Man sucht eben erstens mal gibt die Campingplätze, wo ja meistens eine Waschmaschine und Trockner ist, die haben um diese Jahreszeit meistens geschlossen. Wir waren auch auf keinen Campingplatz. Es waren ja alle zu. Wir sind doch gar nicht an eine rangefahren. Die, wo wir gesehen haben, waren alle zu. Wo haben wir Campingplätze? In der Nordsee oben. Ah, ja, okay. War ja alles zu. Ja, aber und auch hier haben sie fast alle geschlossen. Wir haben ja gar keine Ambitionen gehabt, auf einen Campingplatz zu fahren. Ja. Doch, schon. Also gerade zum solche Sachen machen, wie Wäsche waschen und so weiter. Nö, habe ich nicht gehabt. Ja, nicht, ich schon. Ich habe von Anfang an habe ich recherchiert, wo ein Waschsalon ist. Aber da seht ihr, wie die Kommunikation manchmal aneinander vorbeiläuft. Ja, auf jeden Fall. Dann muss man in den Waschsalon und Wäsche waschen dauert seine Zeit. Also wir haben fast jedes Mal jetzt, wenn wir dort waren, also zweimal waren wir jetzt schon, zwischen 1,5 und 2 Stunden im oder am Waschsalon verbracht. Das ist auch nicht gerade so prickelnd. Oh ja, wenn WLAN da ist, ist gut, dann kann man ein Video hochladen. Das haben wir ja in Wilhelmshaven gemacht, das war genial, ja. Ja, aber sicher nicht überall. Ja. Und Wilhelmshaven, muss ich uns so sagen, war der Waschsalon sehr genial, konnte man direkt davor stehen, weil es Sonntag gewesen ist. Und dann hat es WLAN gehabt, konnte ich das Video hochladen. Und dann war er leer, der Waschsalon. Das heißt, wir waren die Einzigen da drinnen. Also das war genial. Und da haben wir 17 Euro bezahlt. Wir waren dann in Süddeutschland und da haben wir dann 34 Euro bezahlt. Hatten allerdings eine Maschine mehr, aber die rechtfertigte den doppelten Preis. Ja, nein, wir hatten die Wäsche anders aufgeteilt. Okay. Ja, also liefen mehrere Maschinen gleichzeitig. Ein Trockner natürlich und alles. Aber da haben wir 34 Euro dann bezahlt. Also ist auf die Dauer gesehen auch nicht gerade sehr günstig. Hatten natürlich auch mehr Wäsche. Mhm. Ja, aber dann immer diese Warterei, bis es endlich fertig ist, was zu Hause nicht der Fall ist. Ja, so, was haben wir noch zu sagen? Eine Sache möchte ich auch noch sagen zum Internet. Ja, haben wir ja jetzt schon öfters, wir sind ja schon angeschrieben worden, haben auch schon E-Mails bekommen wegen den Internetproblemen. Also wir haben schon zwar einen mobilen Router, das ist der Mobile Wi-Fi von Huawei, über 1&1 läuft der, sollte eigentlich 30 GB haben, müsste zu Beginn unserer Tour am 21.01. randvoll gewesen sein, war aber dann nach 1,5 Wochen schon wieder leer. Warum, das wissen wir nicht. Wir haben zwei Videos hochgeladen oder ein Video hochgeladen, das hat vielleicht 3-4 GB gehabt, also da ist noch viel Raum nach oben, aber irgendwie ist der ganze Space dadurch gelaufen. Ja, durch Surfen allein kann das eigentlich nicht passiert sein. Ich weiß es nicht, was da los ist. Also wir sind mit dem Ding an sich sehr zufrieden, aber uns kommt es so vor, als wenn uns die Bytes unter den Fingern durchfließen. Ich habe auch schon die Handys auf nicht mehr automatisch updaten bei WLAN gestellt. Ja. Vielleicht muss ich das jetzt bei unseren Tablets, wir haben ja noch zwei Tablets, auch tun, dass wir also die Bytes nicht automatisch verbrennen,
wenn wir sie gar nicht sinnvoll nutzen wollen. Deswegen sind wir im Moment, weil der im Moment taub ist, sind wir auf WLAN angewiesen oder ich richte dann über mein Handy einen Hotspot ein. Und da müssen wir natürlich mit den Daten schon ein wenig sparsam umgehen. Aber die Lösung ist nicht befriedigend, wie wir es haben. Aber durch das, dass es viele Stellplätze gibt mit WLAN, wenn sie funktionieren. Wenn sie funktionieren, ist es immer wieder irgendwie ja, möglich. Ist machbar. Aber es ist halt alles umständlicher. Es ist alles umständlich, weil man kann dann zum Beispiel mit dem WLAN natürlich nicht auf unsere Bank greifen, denn das ist mir dann doch zu unsicher. Und da muss ich dann den Hotspot einrichten. Und auch da sieht man wieder, dass Deutschland teilweise schon Internetwüste ist, denn oftmals hat man überhaupt kein WLAN. Also wir waren jetzt zu 0% auf Campingplätzen gestanden und zu 50% würde ich sagen auf offiziellen Stellplätzen und zu 50% waren wir in der freien Natur gestanden. Und da haben wir teilweise überhaupt keinen Empfang gehabt, wie zum Beispiel in Konstanz. Wir waren auch schon wieder in unserer alten Heimat. Ja, weil wir einfach auch Termine hatten, ja. Und wir waren gespannt, wie unsere Empfindungen sind, wenn wir wieder in unsere alte Heimat fahren, ob da die Sehnsucht aufkommt. Und es war nichts, nix, null. Nein. Also ich hatte null Probleme, dass wir da jetzt alles aufgegeben haben und ja jetzt auch in, wir haben ja nicht nur unser Haus verkauft, sondern wir ziehen ja auch in eine ganz andere Gegend. Und da war das jetzt schon ein bisschen spannend. Was empfinde ich jetzt eigentlich dabei? Und also da hatte ich keinerlei Empfindungen. Im Gegenteil, wir haben ja ein Video gemacht über Konstanz und da haben wir auch über den Wohnmobilstellplatz berichtet. Ich tue das mal da oben verlinken. Ja. Und an diesem Stellplatz waren wir dann auch gestanden, allerdings nur tagsüber, am Tag, weil wir in die Stadt gegangen sind, um was zu erledigen. Und nachts haben wir uns dann an den schönsten Stellplatz hingestellt, den man in Konstanz haben kann, wo man aber mit dem Wohnmobil natürlich auch nur hinkommt, wenn es keine Saison ist, ja. Ja, denn sonst stehen da lauter PKWs, ja, und da sind auch Schranken, da kommt man gar nicht ja. hin. Aber wir haben uns da einfach über Nacht hingestellt und es war sehr schön. Genial. Wir haben den Bodensee nochmal genossen. Richtig, ja. Aber wir hatten keinerlei negative Empfindungen jetzt, dass wir die Gegend verlassen. Nein, das Einzige, was uns gestört hat, ist, war, dass wir keine Stolen gehabt haben. Ja, genau. Das war ja wieder ja, das Negative an der Sache. Was uns umgehauen hat, das war die Resonanz auf unser erstes Video. Also erstens, vielen, vielen Dank für diese absolut freundlichen Kommentare. Ja, also es hat uns vollständig von den Socken gehauen. Ja. Erstens mal, dass das Interesse an Wohnen im Wohnmobil so groß ist. Damit haben wir überhaupt nie gerechnet, dass es so viele Menschen interessiert. Und ja, und dann diese Resonanz, ja. Also das war überwältigend. Wir freuen uns über die ganzen Kommentare und bitte seid uns nicht böse, wenn wir das eine oder andere nicht richtig beantwortet haben. Es war wirklich sehr viel und wir haben auch sehr viele E-Mails bekommen. Ich hoffe, wir haben alle beantwortet, aber es kann sein, es kam so viel rein, wenn wir das eine oder andere übersehen haben. Wenn ihr davon betroffen seid, bitte seid uns nicht böse. Ja. Es war nichts böse gemeint, im Gegenteil, wir waren überwältigt von der positiven Resonanz, die wir bekommen haben. Was allerdings auch mehrmals der Fall war, wir sind auch von einigen angerufen worden und so freundlich das gemeint ist, aber es ist nicht so toll, es ist keine gute Idee. Also ich habe ja unsere Telefonnummer bekannt gegeben im ersten Video durch den Verlink auf die Firma und die Rufnummer kann natürlich angewählt werden, die wird auch angewählt, wenn man Stadtführungen in Konstanz buchen will, ja. Aber nur um einfach mal Hallo zu sagen, ich wollte schon lange mal mit dir sprechen, das ist keine gute Idee, vor allen Dingen, wenn dann ein Anruf kommt, wenn ich auf der Überholspur auf der Autobahn bin. Also schreibt uns bitte, aber es ist nicht so glücklich, wenn ihr uns anruft, wenn wir uns mal treffen. Ja, nehmen wir uns gerne die Zeit, unterhalten uns mit euch. Ja, dann ist es wunderschön, wenn ihr uns, wenn wir irgendwo sind, auf dem Stellplatz oder sonst irgendwo,
und ihr sprecht uns an. Das freut uns natürlich sehr. Bloß wir bitten darum, uns nicht anzurufen. Ja, wir haben auch unseren Alltag und versetzt euch mal in die Situation, ihr seid beim Fernsehen oder unterhaltet euch oder esst gerade oder seid auf der Autobahn, weil mir schätzt Telefon, da ruft jemand an und sagt, hallo, ich bin der Karl, ich wollte halt einfach mal deine Stimme hören. Entschuldigung, das ist nicht lustig. Ja? So will ich das mal ganz klar gesagt haben und es wäre nett, wenn ihr darauf Rücksicht nehmen würdet. Mhm. So, und was wollten wir noch sagen? Jetzt haben wir ja mitbekommen, dass viele, die uns zuschauen, auch mit dem Gedanken spielen, ihr Hab und Gut aufzugeben und ihre Wohnung zu kündigen oder zu verkaufen, sich ein Wohnmobil zuzulegen oder dauerhaft im Wohnmobil zu leben. Also, das ist ein Schritt, den wir nicht gehen möchten, Ursi, oder? Nein, also auf gar keinen Fall. Also erstens mal, weil wir sind ja jetzt hier noch in Deutschland. Klar, wir sind jetzt noch nicht ganz frei, wir sind noch etwas berufstätig und so weiter. Aber manche liebäugeln, dass wenn sie in Rente kommen, dass sie dann weg. Also alles aufgeben und nur ins Wohnmobil. Also ich würde sagen, wenn man da diesen Schritt machen will, dann... Also ich könnte mir nicht vorstellen, bis zum Rest meines Lebens hier im Wohnmobil zu verbringen. Es ist sicherlich, solange man mobil ist und solange man gesund ist, ist es sicherlich einfacher. Ich war ein bisschen erkältet zwischendurch und ich kann euch sagen, es war nur eine leichte Erkältung im Prinzip. Es war keine schwere Grippe, aber eine schwere Grippe im Wohnmobil ist sicherlich schwieriger zu behandeln als in einer Wohnung oder in einem Haus. Man muss sich ja auch einen Arzt suchen in der Fremde, wenn man so schwer krank ist. Also das hoffen wir, dass wir davon verschont bleiben. Mhm. Das ist mal das eine. Das andere ist, man muss natürlich auch viele Dinge organisieren, wie die Post, was bei uns eigentlich ganz gut funktioniert jetzt mit dem Postfach. Man muss also auch immer wieder zurückkommen. Gut, es ist immer angeschrieben worden, es gibt schon mittlerweile Dienste, die Post dann einscannen und per E-Mail schicken. Aber diese E-Mails muss man ja auch wieder bewältigen. Also das ist auch ein Aufwand. Wir könnten es uns nicht vorstellen und jeder, der das macht, der muss sich über die Konsequenzen klar sein. Eben, was ich sagen wollte dann noch, wenn man sowas macht, und dann hat man ja vielleicht vor, eine Weltreise zu machen. Also das heißt, sprich, man möchte ja die ganze Zeit unterwegs sein. Für mich macht es jetzt eigentlich keinen Sinn zu sagen, okay, ich fahre ein halbes Jahr nach Spanien und stelle mich da denn irgendwo ans Meer. Ich weiß nicht, also mich reizt sowas jetzt natürlich überhaupt nicht. Und andere wollen das halt machen, okay. Aber man muss sich da einfach wirklich im Klaren sein, wenn man alles aufgibt, was habe ich vor, wie will ich das machen? Und bin ich wirklich bereit, den Rest meines Lebens dann im Wohnmobil zu verbringen? Also ich weiß es nicht, also ich möchte es nicht. Und dann kommt man ja irgendwann dann doch mal wieder zurück. Und dann muss man alles sich wieder neu aufbauen, neu suchen. Und man wird ja nicht jünger, man wird älter, es wird alles etwas schwieriger eventuell. Aber das muss ja jeder selber für sich entscheiden. So, also unser momentaner Stand ist so, dass wir das nicht machen möchten. Wir machen das definitiv nicht. Ja, und wir machen es zwangsweise, weil wir nicht in unsere Wohnung kommen. Ja. Und da ist auch gleich die nächste Frage. Was habt ihr mit euren Möbeln gemacht? Mhm. Unsere Möbel sind komplett eingelagert und das kostet natürlich auch Geld. Mhm. Das heißt, wir haben das schon im Vorfeld, bevor wir unser Haus verlassen haben, haben wir schon mit dem Gedanken oder den Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass die Wohnung eventuell nicht rechtzeitig fertig wird und wir ins Wohnmobil ziehen müssen und deswegen entsprechend Angebote vom Spediteur eingeholt. Die sind jetzt fest eingelagert und wir zahlen da eine tägliche Gebühr. Und wenn wir dann in unsere Wohnung rein können, dann rufen wir dort an und dann werden sie uns ausgeliefert. Also das ist kein Problem. Und die sind in einer Halle eingelagert, sodass also die Möbel keinen Schaden davon tragen sollten. Ja. So, also uns wurde es so zugesichert, die wurden ja auch gleich in den Container eingelagert, also eingeladen damals, die kamen gleich mit Container und da kamen unsere Möbel und unsere 7 Sachen alle rein. Und ja. Wobei der Begriff 7 Sachen schon überhaupt nicht zutreffend ist. Waren immerhin fast 2 Container, gell? Ja, so ein Hausauflöser ist nicht ganz so ohne. Aber es ging alles rein, es war alles gut und ja, und jetzt sind wir so, jetzt sitzen wir eben hier. Genau. Haben wir noch was zu sagen, Ursi? Nein. Dann verabschieden wir uns wieder. Ja. Wir fahren jetzt nach Nürnberg. Genau. Wir machen ein Video von Nürnberg. Vielleicht
schaut ihr es euch auch an? Ja, weil meine Schwiegermutter hat ja gemeint, ich habe ja heute Geburtstag, ja, und meine Schwiegermutter hat gemeint, damit wir aus der Enge unseres Wohnmobils mal für einige Zeit entfliehen können. Ja, da hat sie uns jetzt eingeladen und da freue ich mich natürlich drauf. Richtig. Und ja, ich denke, wir werden eine schöne Zeit haben. Ja, und bis dahin habe ich die Ursi für mich ganz alleine, das Geburtstagskind, und euch müssen wir jetzt dann verabschieden. Ja, also wir sehen uns dann. Das war ja so ein kleiner Zwischenbericht. Ja, wir freuen uns wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch interessiert, gebt dann Daumen hoch. Und wenn ihr was wissen wollt, dann scheut euch nicht, stellt uns die Fragen. So wie wir es hinbekommen, beantworten wir das. Genau so machen wir es. Also, ciao. Tschüss.